Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stoneheart. Ja, es gab ja so ein kleines Problem. Also ich habe irgendwie ein bisschen aufgenommen und ja, irgendwie war die Aufnahme aber dann im Eimer und deswegen ja, haben wir jetzt so ein paar Minuten übersprungen im Gegensatz zur letzten Folge. Ich bin gerade dabei, das, was ich angekündigt hatte, nämlich hier das Häuschen für den Steinmetz zu bauen. Es ist auch schon so gut wie fertig. Und das Einzige, was jetzt noch gefehlt hat, waren nochmal ein paar Steine. Die sind wir gerade noch am Abkloppen da oben. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir jetzt genug Steine haben für das Dach. Und der Rest des Hauses, also was die Möbel betrifft, die müssten wir fast alle schon fertig haben. Muss ich gleich noch in die Übersicht gehen. Wenn wir hier jetzt das Dach fertig haben. So, jetzt dürfen wir mit dem Dach fertig sein. Genau. So, dann nochmal kurz aufslicen. Ja, jetzt sehen wir, jetzt werden erstmal die ganzen Gerüste wieder abgebaut. Wir gehen mal ganz kurz auf die Baustelle. Eine Masons Workbench, die haben wir. Die sollen wir mal ganz kurz ins Lager packen. Und zwei Dresser fehlen. Okay. Dresser, Dresser, Dresser. Da. So, zwei Stück. Rufus Garrow ist da und will Sachen von mir. Was können wir denn verkaufen? Oh, wir haben hier gute Fenster. Die verkaufen wir mal. Auch eine gute Tür haben wir. Verkaufen wir auch. Eine gute Laterne. Die verkaufen wir auch. Einen guten Stuhl. Den verkaufen wir nicht. Den behalten wir. 57 Eisen. Verkaufen wir mal 20. Okay, jetzt haben wir 19. Egal. Immer neuer. 310 Gold. Was können wir kaufen davon? Achso, das ist er wieder. Ja, der hat eigentlich nichts Weltbewegendes dabei, was ich bräuchte. Okay, so. Letzten Gerüste noch abbauen. Und dann sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Nur die beiden Dresser fehlen. Ja, ich habe irgendeinen kleinen Fehler gemacht. Ich habe auf dem Berg auch noch einen Dresser gebaut. Den kann ich leider auch nicht abbrechen. Beziehungsweise den Bau davon kann ich nicht abbrechen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass, wenn jetzt hier die ersten Dresser fertiggestellt werden, dass der erste da ankommt. Dann lasse ich den gleich wieder zurücktragen. Und dann wird er an seinen richtigen Ort gebracht. Wenn nicht, baue ich halt einen weiteren. Und macht das Ganze dann eben so. So, Essenszeit anscheinend. Ja, ich habe auch noch weitere. Jetzt muss ich lügen. Ich weiß leider nicht mehr, wo die letzte Folge geendet hat, was ich da schon gebaut hatte oder was nicht. Ich habe auch nochmal zwei Felder angebaut, nämlich einmal ein Weizenfeld und einmal ein Maisfeld. Weil die Nahrung wird. Also wir brauchen für unseren nächsten Einwohner mehr Nahrung. Und deswegen habe ich jetzt einfach nochmal zwei Nahrungsfelder angebaut. Die dann hoffentlich, ja, demnächst auch mal angebaut werden. Ich hatte mir auch überlegt, dass wenn die Baustelle jetzt hier fertig ist, dass ich noch einen weiteren zum Farmer ausbilde oder zum Farmer mache und dann den Lee, genau, hier, Lee Storgen, dass ich den zum Koch mache, damit ich die ganzen Nahrungsmittel, die da jetzt, ja, noch so unverarbeitet in unserem Lager liegen, zu besserer Nahrung gekocht werden, sind erstens länger haltbar und zweitens nehmen die nicht so viel Platz weg. Also das werde ich gleich auch machen, wenn wir, wie gesagt, hier mit dem Ganzen fertig sind. So, sehr schön. Die Workbench steht drinne. Da kann auch noch das Pedestrian rein, okay. Was die Erweiterungsstufe bei Mason wäre. Also wie die, na hier die Toolbench für den Carpenter ist, wäre das Pedestrian für den Mason. Okay, müssen wir doch nochmal ganz kurz einen Dresser bauen. Dresser. Ah, da. So, okay. Genau, ihr sammelt mir erstmal wieder alles ein. Hier hatte ich auch schon gesagt, dass hier nur Steine reinkommen. Genau. Dann kann ich mir hier sagen, hier kommen keine Steine mehr rein. Dann werden die nämlich erstmal wirklich nur hier gelagert.
Und wir bauen das Ganze hier nochmal. Das brauche ich nämlich für mehr Steine. Denn Steine haben wir momentan relativ wenig. Und einfach mal für den Grundvorrat für unseren Mason, da sind Steine halt nicht verkehrt. So. Okay. Aber wir scheinen fertig zu sein. Deswegen bauen wir uns nochmal eine Hacke. So, ich will trotzdem mal gucken, ob das Gebäude... Ja, ist fertig. Congratulations. The building is complete. Ah ja, sehr schön. So, zurücktragen bitte. Weil der Dresser macht hier oben keinen Sinn. Ich meine, er kann stehen bleiben, aber einen Effekt hat er einfach nicht. Deswegen, ja. Kann er zurück ins Lager, dann kann ich ihn entweder verkaufen oder dann für die nächste Baustelle einfach gleich behalten. Je nachdem, was schneller ist. So, ich sehe, wir haben auch unsere ersten... Oh, sehr gut. Carpenter Level 4. Extended Catalog. Bedeutet, wir können was machen. So, jo, ganz kurz. Ich habe auch gesehen, dass wir unsere ersten Blumen geerntet haben. Deswegen kann ich die beiden Werkzeuge jetzt auch bauen. Ach, sehr schön. Ein Archer's Bow. Ah, dazu brauchen wir Leder. Und für Leder brauchen wir diesen, ja, den Schneider. Oh Gott, Leather-bounded Chest auch up to 64 Items. Da brauchen wir auch Leder dafür. Und ja, sonst haben wir nichts weiter. Hier ist noch ein besserer Bogen. 35 Attacke übrigens. Mega gut. Brauchen wir allerdings Carpenter Level 6. Und hier haben wir noch einen Stand, wa? Blue Market Stall. Brauchen wir allerdings auch Level 6 dafür. Und für den Shepherd's Crook, also für den Schäfer, Level 5 und auch Leder. Okay. Ach. So viele Sachen. Ich bräuchte eigentlich noch so 3-4 Einwohner mehr momentan. Für das, was ich hier gerade alles mache. Ja, aber wie gesagt, als erstes werde ich jetzt einen weiteren Farmer mir holen. Wer war denn dafür geeignet? Eigentlich gar keiner. Hier, Rhea Hunterton. Change Job. Und du wirst Farmerin. Proof. Danke. Damit haben wir wieder einen zweiten Farmer. Beziehungsweise jetzt sogar einen dritten. Ah, aber nicht lange, denn Lee. Wo ist er? Lee Strone. Der wechselt auch mal seinen Beruf. Nämlich, er wird jetzt. Und das ist jetzt hoffentlich freigeschaltet. Genau. Promote to Cook. So, zwei Farmer, ein Koch. Drei freie Arbeiter. Ach ja, eigentlich bräuchte ich jetzt wirklich den Schneider. Und dem sein Häuschen würde ich dann hier drüben hinbauen. Aber das würde ich wirklich erst machen, wenn wir einen weiteren Einwohner haben. So, unser Cook. Bist du Cook? Appreciation Cook. Nice. Du kriegst natürlich erstmal einen kleinen Stone Cauldron, also einen Ofen. Plus den Grinder. Also so eine Mühle. Ja, Ingredients Cornmeal. Das müssen wir uns dann später selber herstellen. Animal Food für die Schafe dann später. Und Food. Aus Eiern können wir Fried Eggs machen. Beziehungsweise hier aus ja, vegetarischen Sachen dann Vegetables Stew. Das werden wir jetzt häufig machen. Sehr häufig. Dekoration können wir hier noch so ein Weizenbündel irgendwo hinstellen. Oh, 20 Weizen dafür. Können wir natürlich auch lassen. Also ich werde es eher lassen. So, wenn wir unsere beiden Gerätschaften jetzt hier gebaut hätten, dann bauen wir uns hier, oh, ich würde sagen, hier so eine kleine Küche hin oder hier drüben. Und dann geht's mal an die Produktion von Nahrung, also von richtigem gekochtem Essen. Ja, ihr seht, dass die Nahrung geht immer weiter runter. Wir waren schon mal bei über 100, bei 110 glaube ich, jetzt sind wir noch bei 85. Der geht bergab. Ich hoffe, dass mit diesem Vegetable Stew das Ganze wieder hochgeht. Ach, hier haben wir übrigens den Cauldron schon. Zack. Und das andere Teil, den Grinder, der müsste da sein. Ne, das Tin Ore. War den Grinder schon irgendwo?
kurz überfliegen. Ich sehe keinen Grinder. Da kommt der Grinder. Okay, wo auch immer er den jetzt hergeht. Ach so, stimmt. Er muss ja aus Steinen den machen. Und Steine sind ja nur bei unserem Steinmetz oben gewesen. So, Grinder bitte aufstellen. Ja, der Koch arbeitet nebenbei übrigens auch trotzdem noch weiter an den Feldern mit, wenn er nichts anderes gerade macht. So, wir werden angegriffen. Invaders approached. Oh Gott, da oben. Schnell, schnell, haut ab. Rückzug. Wo ist denn unser Kämpfer? Der steht da unten und läuft einfach an der Mauer weiter lang. Okay, es wird darauf hinauslaufen, dass wir wieder alle kämpfen. Okay, jetzt gucken. Der Rest guckt erstmal nur zu, wie gerade sich da abmüht. Ja, jetzt kommen sie. Okay. So, jetzt gehen sie wieder in demütige, gebückte Haltung und gucken gerade wieder weiter zu. Naja, scheint aber wieder locker hinzukriegen. Ja, mit dem Bogen, wenn ich mehr Einwohner hätte, würde ich mir auch einen Bogen craften und dann noch einen Archer mir dazusetzen. Dann hätten wir nämlich zwei Kämpfer. So, können wir den Alarmschild aufheben. Gerade ist gleich fertig mit dem Ding. Na, ein Schlag noch. So, das war's. Können alle wieder ihrer normalen Arbeit nachgehen. So, jetzt stehen aber auch beide Sachen und ich werde kochen. Und zwar Vegetable Stew. Und davon bitte machen wir mal 7. Denn, genau, Pumpkins werden auch gerade wieder geerntet. Und dann bin ich mal gespannt, ob das mehr Effekt hat. Also Edibles haben wir gerade 108. Wir vergleichen mal, wenn wir jetzt hier fertig gekocht haben, ob das jetzt dann höher oder niedriger ist. Genau, jetzt wird hier erstmal alle zusammengesammelt. Auf die Kochplatte drauf. Und wieder Vegetable Stew draus gemacht. Wie gesagt, hat auch den Effekt, dass wir einfach nur ein Drittel an Platz brauchen. Und dass das Ganze halt, ja, ein bisschen effektiver ist, glaube ich. Warm and delicious. Und hier steht, ready for eating. Okay. So. Wir hatten mal 108, 128. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir jetzt weiter ernten. Aber es würde ja durchaus Sinn machen, wenn der Wert steigt mit der Nahrung. Also mit der besseren Nahrung. So, was macht ihr hier wieder? Achso, ja, erstmal das Bett zuordnen, wa? Haben wir noch nicht gemacht. Trevin Wester, select. Genau, Trevian wird quasi Besitzer von dem Bett. Trader approaches. 5 Farmer Soul und dafür 2 Stone Molds. Nein. Wie gesagt, Stone Molds können wir uns auch locker noch selber herstellen. Haben wir hier oben eigentlich jetzt alles weggemacht? Tatsächlich, krass. Dann werde ich nochmal hier ein bisschen wegmachen. Wenn ich sage ein bisschen, übertreibe ich gleich. Ah, sehr gut, das passt perfekt. Ja, wir können bis zu 4 Blöcke in die Höhe quasi abbauen. Deswegen mache ich jetzt nur die oberste Schicht weg. Und den Rest werde ich dann, oh, kann ich dann vom Boden aus machen. So, da legen wir uns erstmal, oh, ist das eine Eisenader. Wahnsinn. Können wir gleich nochmal richtig verkaufen. Ja, es wird langsam auch wieder eng, was den Platz betrifft. Das kommt mal bitte ins Lager. Denn hier gibt es noch einen besseren Stuhl. Stuhl. Ja, könnt ihr einfach nebenbei machen.
Wieso wird nicht mehr gekocht? Ach, weil wir schon genug gemacht haben. Gut. Reicht mir aber noch nicht, weil wir haben auch schon wieder in der Zwischenzeit geerntet. Da können wir gleich nochmal drei machen. So, gucken wir mal kurz auf die Übersicht. 146. Ja, also scheint wirklich auch den Wert zu verbessern vom Essen. Also in der Übersicht. Deswegen immer schön fleißig kochen. Okay, hat die Nahrung hergestellt. Ich wollte gerade sagen, was war denn jetzt so? So, sind wir hier durch? Jetzt sind wir durch. Alright. So, das erstmal halt wegtragen. Und dann... Ah, Kochlevel 1. Sehr schön. Camp Cooking. Bedeutet, wir können wahrscheinlich bessere Rezepte machen. Omelette, dafür brauchen wir Eier. Ja, Hühner haben wir noch nicht. Und Jerky oder Raw Meat. Dazu müssen wir jagen gehen, das können wir auch noch nicht. Und Savory Meat, dazu brauchen wir auch Fleisch. Das haben wir, wie gesagt, noch nicht. Das muss ich erst durch den Trapper mir holen. Und für den Trapper brauche ich... Ist der Shepherd? Das ist Trapper's Knife. Mason Level 3 plus den Pedestrian. Okay, also ich muss noch meinen Steinmetzen verbessern. Ah, okay, dazu machen wir einfach nochmal 10 Wände. Oder Zäune. Sind ja keine Wände. In der Hoffnung, dass das dann ausreicht für Level 3. So, meine Farmer ernten wieder. Ich müsste mir eigentlich auch mal eine kleine Küche jetzt bauen. Hatte ich da nicht auch sogar schon einen Blueprint dafür? Ne, nicht Design Building. In and Kitchen, genau. Müssen wir mal kurz gucken, wie es aussieht. Oh Gott. Ja, auch ein Gebäude, was ich schon mal selber designt habe. Okay, wo ist die Küche? Die Küche kommt dann wahrscheinlich, ja, ich kann es jetzt nicht anzeigen, so links oben hin. Ah, die bauen wir einfach mal dann. Können wir die daneben bauen? Die frisst natürlich extrem viel Platz. Nee, ich würde die gerne hier haben. Und zwar direkt an die Schlucht dran. Oh, puh. Das Problem ist, wir kommen noch nicht auf die Ebene nach unten. Ah, ich müsste mir erstmal einen Weg nach unten bauen. Okay, gut, machen wir uns erst einen Weg nach unten. Den machen wir am besten hier hin. So, mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack. So, da kommt wieder so eine kleine Erdtreppe hin. Dann haben wir nämlich auch nicht das Problem. Falls wir wirklich eine Riesenleiter von hier ganz unten nach oben zum Dach bauen müssen, dass wir das nicht schaffen. So, okay. Ja, die ersten gehen wieder schlafen. Ist ja logisch. Ist ja auch schon wieder Deep Moon oder Deep Moon. Deep Moon. Also Nacht. Ich weiß nicht, ob es Vollmond heißt. Aber okay, Betten haben wir ja 6er. Also. Ach, okay, ist noch gar nicht Nachtzeit. Noch chillen sie alle am Feuer. Und ruhen sich ein bisschen aus. Und die ersten haben jetzt, ja, sich wieder genug ausgeruht. Kommen wieder zurück. Können wir da noch was kochen? Wir haben jetzt schon wieder so viel geerntet. Ne, eine Mahlzeit könnten wir noch kochen. Wo stehen wir da jetzt gerade? Bei 0. Ne, 182, sehr schön.
Das würde sogar ausreichen für den nächsten Einwohner. Na. Weiter geht's. Ah, ich weiß leider nicht, wie viel das jetzt waren. 7. 6. 5. 4. 3. Oh Gott. Oh. 2. Und dann müsste es theoretisch unten sein. Oh, jetzt könnte ich einen kleinen Fehler gemacht haben. Oder bauen die jetzt hier oben auch noch die ab? Ja. Das hier bitte noch. Oh, sehr gut. Ja, es könnte sein, dass da so ein kleiner Überhang übrig bleibt jetzt. Was aber auch gar nicht verkehrt aussieht, muss ich sagen. Solange die da durchkommen, ist mir sogar recht. Aber wie so eine kleine Brücke. Ich könnte es natürlich einfach mit einer Leiter dann abbauen. Ja, anscheinend bleibt dieser kleine Überbleibsel da noch. Ja. Kann man das hier... Ah, das kann man auch nicht rückgängig machen. Scheiße. Das hier bitte noch. Ja, da müsste ich theoretisch hier noch irgendwie rankommen. Wir bauen mal eine kleine Leiter. Ja, müssen wir leider einen kleinen Umweg machen. So, erstmal eine Leiter bauen. Ach, damit wir da oben wieder rankommen und noch die restlichen Sachen abbauen können. Naja, okay. Aber ich kann in der Zwischenzeit... Obwohl, ich mache erstmal die eine Baustelle zu Ende und dann mache ich mich an die nächste Baustelle.